Und dein Mann ist eben auch ehemaliger erfolgreicher Vielseitigkeitsreiter. Hilft das, wenn man zurückkommt von so einem Wettbewerb, dass man da unter Menschen ist, in einer Familie ist, die genau weiß, was da abgegangen ist zwischen dir und dem Pferd und die Gefühle nachempfinden kann? Voll. Also ich weiß gar nicht, ob jemand anderes mit mir aushalten würde. Aber er ist eben kein richtiger Reiter mehr, aber er hat schon viel früher geritten als ich, weil sein Papa Reitlehrer war. Also er ist eigentlich aus der Reiterfamilie, nicht ich. Und der kann alles total nachvollziehen und nachempfinden. Und dafür bin ich extrem dankbar. Und auf die ganz großen Turniere, eben auch Paris und Championate, die ganzen letzten Turniere mit der Lehrer war er auch dabei. Hattest du auf den Wunschzettel, den du geschrieben hast, um deinen Mann zu materialisieren, hattest du da auch drauf geschrieben, dass er bitte Reiter sein soll oder Pferde? Nein, tierlieb. Tierlieb stand da nur? Nur tierlieb. Weil das habe ich gelesen. Ist das wirklich wahr, dass du dich hingesetzt hast, ja, in einer Zeit, ja, wo du Single warst und dir aufgeschrieben hast, welche Eigenschaften soll mein Mann haben, den ich jetzt bitte kennenlernen möchte? Ja. Mit richtig so, also wie groß, ja, welche Sportart, was der machen soll, wie der so sein soll. Ja. Und da stand auch tierlieb drauf. Ja. Das finde ich nicht so ungewöhnlich. Was stand noch drauf? Und ich wollte auf gar keinen Fall einen Raucher, aber man muss es ja positiv formulieren. Deswegen habe ich gut riechend Okay. Ja, weil das Unterbewusstsein kennt keine Verneinung. Also es waren natürlich nur positive Eigenschaften. Und ich wollte einen humorvollen, intelligenten, tierlieb. Ich konnte überall einen Haken machen. Und das Interessante ist, dass diese Materialisierung so gut geklappt hat, dass die prompte Lieferung eingetreten Manifestation ist. Die Manifestation, ja, genau. Ungefähr 4 Wochen später, ne? Oder? Ja, ungefähr, ja. Wurde er dann genau so geliefert, wie du ihn bestellt hast. Ja, ist doch toll. Das ist ein Lifehack. Und jetzt fängt er dich auf in diesen Situationen. Mhm. Du hast aber auch einen Coach, mit dem du arbeitest. Mehrere sogar. Mhm. Was übst du mit den Coaches, was mentale Stärke angeht? Also mit dem einen Coach, das ist der Holger Fischer, mit dem arbeite ich schon seit 2011. Da habe ich erstmal ziemlich viel aus meiner Vergangenheit so aufgeräumt. Wir laufen ja alle rum mit unseren Glaubenssätzen und hören vielleicht mal in der Schule irgendwas Böses von anderen Kindern und glauben dann, das ist die Wahrheit und tragen die dann ja das ganze Leben, bis man mal hinschaut, da mit uns rum. Mit dem habe ich wahnsinnig viel aufgearbeitet und mit dem arbeite ich heute auch noch zusammen. Und seit 2016 arbeite ich auch noch mit Felix Gottwald. Mhm. Vielleicht sagt dem einen oder anderen was. Der ist erfolgreichster österreichischer Olympionik in nordischer Kombination, also ein Wintersportler. Ich erinnere mich. Ganz toller Mensch auch. Und der hat mir auch noch mal gerade für so Championate und Olympische Spiele wirklich noch mal ein paar Sachen an die Hand gegeben. Und das Wichtigste ist, dass er gesagt hat zu mir schon vor Rio, weil da habe ich mich dann gerade nicht qualifiziert, aber da haben wir schon angefangen, miteinander zu arbeiten. Olympische Spiele, alle vergessen, dass es Spiele sind. Alle wollen immer noch mehr und drehen völlig durch und wollen mehr, mehr, mehr. Denk dran, mach nichts anderes, was du nicht auf einer deutschen Meisterschaft oder sonst wo gemacht hättest. Weil gerade das ist es, was dir alle dann zum Überdrehen bringt und von dieser besonderen Leistung abhält. Und dass sie dann die Freude an dem Ganzen verlieren. Und am Ende ist es ja das, was uns alle überhaupt dazu gebracht hat. Warum habe ich dann angefangen zu reiten? Ja, weil ich Pferde liebe, weil ich Zeit mit denen verbringen will. Und wenn man es dann im entscheidenden Moment schafft, bevor man einreitet, sich daran wieder an diese kindliche Begeisterung zu erinnern, dann ist es ein ganz krasser Schlüssel. Und das ist für den Fußballer genauso wichtig wahrscheinlich wie für den Basketballer, dass die einfach in dem Moment sich daran wieder erinnern, dass sie ja irgendwann damit angefangen haben, weil sie diesen Sport so lieben und weil sie das begeistert.